Sicherungsgerät haben wir richtig eingelegt, das haben wir beim Partnercheck auch kontrolliert. Und jetzt zeige ich dir, wie man mit dem auch richtig umgeht. Das Gegrie, das habe ich vorher schon erwähnt, das ist ein halbautomatisch wirkendes Sicherungsgerät. Das heißt, es blockiert bis zu einem gewissen Grad im Fall von einem Sturz. Dennoch muss man gewisse Dinge beachten und das Gerät auf alle Fälle auch richtig bedienen. Und das werde ich jetzt zeigen, wie das geht. Gell? Ich kann schön mit der Führungshand auch schnell Seil ausgeben. Das ist mir vom Sportklettern auch wichtig, dass ich schnell Seil ausgeben kann, damit der Kletterer oben auch schnell einhängen kann. Gell? Und jetzt wäre noch Ablassen wichtig, gell? Dass wir uns das noch anschauen, wie das funktioniert. Und das machen wir auch im Trockentraining. Hängen wir uns da mal einen Karabiner her. Die Ablassgeschwindigkeit wird einerseits über die Bremshand reguliert und andererseits über den Bremshebel. Ich darf niemals die Bremshand vom Bremsseil geben und ich darf niemals den Hebel komplett durchdrücken, weil sonst fällt der Kletterer runter. Du lässt mich jetzt einfach einmal da runter. Vielleicht zur Klettertechnik selber. Gell? Da schauen wir, dass wir möglichst viel aus den Beinen heraus machen. Gell? Dass wir sauber steigen, dass wir die Tritte sauber ansteigen und dass wir mit den Händen nur das Notwendigste machen. Gell? Weil in den Beinen habe ich einfach viel, viel mehr Kraftreserven als wie in den Händen. Und deswegen sauber steigen, das ist da die halbe Miete, der halbe Weg zum Erfolg. Und wenn wir mit den Händen was machen, dann probieren wir möglichst viel am gestreckten Arm zu machen. Also nicht so, sondern so. Aber jetzt schauen wir mal, wie das darauf funktioniert. Du bist bereit? Ich bin bereit. Passt. Gut. Und die erste Expressschlinge, die hänge ich so früh wie möglich ein. Sauber steigen, gell? Hängen den losen Karabiner in den Bohrhaken, nimm das Seil und hängen in den unteren Karabiner das Seil so ein, dass es von hinten nach vorn durchläuft. Ein bisschen auf Reibung steigen, gell? Aber es ist immer gut griffig. Okay, Miri, jetzt mach einmal zu. Jawohl, super. Jetzt kann ich mich einsetzen, kann rasten. Du hast die Bremshand am Bremsseil, das Gerät blockiert, super. Beim Ablassen ist wichtig, dass der Kletterer sich schön mit beiden Beinen von der Wand wegstützt, das Becken ein bisschen zugedruckt und die Hände kann er ruhig vom Seil weggeben und mit denen kann er sich auch ausbalancieren.